Schaden. Kein Schaden passiert. Alles im grünen Bereich. Nein, das ist nicht vorbei. Guten Tag, hallo meine lieben Jungs! Yes, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online mit dem Kev! Yeah, was geht? Wir sind jetzt hier in Startposition, Kev und ich, ja? Wir haben beide hier einen Truck am Start, sind unterschiedlich, aber es macht eigentlich gar nichts aus. Alles klar, war ja klar, Kev, dass du mich hier nochmal rausziehen musst. Es ist ja auch noch, früh morgens heute hier, ja? Wir sind gerade sozusagen, beginnt die Arbeit, Kev und ich beide hier, also mit unserem Truck am Start. Wir haben heute die Vollgas, aber kein Kratzer Challenge. Das heißt, sie müssen jetzt durchgehen, wenn gleich das Startsignal kommt. Durchgehen, alle Vollgas geben. Du darfst nicht aufhören, Vollgas zu geben. Aber wenn du einen Kratzer reinbekommst, sei es durch einen Überschlag oder irgendwas, Ramm oder was auch immer, ein Kratzer, du musst sofort aufsteigen. Du darfst natürlich springen. Du musst springen, darf man. Wenn man auf allen Vieren landet, ist okay. Wenn du überschlägst, dann darfst du nicht mehr. Na klar. Und sobald du irgendwie einen Schaden bekommst, musst du auch aussteigen, Kevin. Das heißt, du darfst nicht anhalten und aussteigen, du musst dich sofort rauswerfen. Ja, sofort rauswerfen. Sofort rauswerfen. Gedrückt, sobald der Schaden kommt. Sobald der Schaden kommt, damit willst du nicht gesehen werden, weißt du? Wenn so ein Schaden im Auto ist, ja peinlich, ne? Will man nicht mit gesehen werden. Sofort raus, muss man sich ein neues Auto suchen. Und wer zuerst beim Ziel ist, der hat gewonnen. Ziel ist ganz hier oben, Leute. Über dem See. Und man darf keine Autobahn benutzen, weil das wird zu leicht. Das heißt, wir müssen direkt hier am Anfang ein bisschen schauen, Kev. Weil direkt die Brücke ist eigentlich Autobahn, ne? Muss man direkt irgendwie aufpassen, wie man da. Das wird richtig hart. Kommt, also, ne? Man muss da irgendwie zur Seite fahren. Es ist nicht ganz die Autobahn, aber man muss ja irgendwie seitlich fahren. Ja, also pass auf, Autobahn ist verboten. Wenn du auf die Autobahn fährst, musst du rückwärts fahren. Wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen, Kev, ja? Ich verstehe nicht, aber ich stelle mich der Challenge. Und würde sagen, die Vollgas-Challenge beginnt in 3, 2, 1. Go! Es steht 2 zu 0 übrigens heute im Gesamt. Alter, bin ich schnell! Es steht 2 zu 0 im Moment im Gesamtranking. Ich dachte, meiner wird langsamer sein, weil er so groß ist. Im Gesamtranking, das heißt, der Kev führt immerhin noch Vollgas. Man darf nicht runter und das wird jetzt. Ich komme hier nicht durch, ohne zu bremsen. Und das ist es sofort raus. Sofort raus. Scheiße. Wo ist Kev? Hier ist. Nee, ich muss auch raus. Hopp, raus, 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 Kev! Spring ich bin unter die Arena gelandet. Ich konnte einfach deinen nehmen. Na, ich konnte deinen nicht nehmen. Was? Vollgas. Ey. Ein Kratzer. Ja, das ist leider echt ein Kratzer. Das ist echt ein Kratzer. Als ob ich jetzt dich überfahren habe. Oh, irgendjemand schießt auf mich. Okay, scheiße. Wir brauchen beide Autos. Da vorne ist eins. Und man muss sofort Vollgas geben, Leute. Es ist gar nicht leicht. Und man darf natürlich nicht das gleiche Auto nehmen. Also nicht das gleiche, was man hatte. Nee. Also du darfst natürlich meins nehmen, aber ich darf jetzt nicht wieder in den Müllwagen steigen. Ach du, mal schön, man muss ja direkt Vollgas machen. Ja, direkt Vollgas, Alter. Ich halte schon W gedrückt und ich lenke Eis. Oh, fuck. Oh, ah, ich hab einen Kratzer. Es ist Mann. Es ist wirklich unmöglich. Oh, da ist ein Auto. Ist das von Felix? Also gut positioniert? Ja. Ich glaube nicht, dass sie durchkommen mit Vollgas, Leute. Oh, fuck. Wir nehmen Felix sein Auto. Nein! Kev ist da drüben. Ich muss hier echt Felix sein Auto, Vollgas. Doch, ich hab, komm runter. Jawohl. Ich hab Sterne. Ich hab ein Drifting-Auto. Die Polizei kommt. Drifting-Auto. Oh, die Polizei kommt. Kev, das ist doch die Autobahn, oder nicht? Es ist keine Autobahn. Ich fahre hier rüber. Über die Straße. Okay, das ist in Ordnung. Rüber kann man. Man muss hier halt rüber, ne? Oh, ja, noch kein Kratzer. Wir haben immer noch Vollgas. Was jetzt? Ich war Vollgas. Alter, ich drifte hier. Ich bin hier. Ich muss irgendwie auf der Autobahn auffahren. Kein Kratzer bis jetzt. Nein. Was? Ich bin unter Wasser gelandet. Kratzer, ich muss raus. Das ist die Autobahn, ne? Ich bin unter Wasser gelandet. Hey, wie soll man denn hier fahren ohne Autobahn? Man muss ein kleines Stück mitnehmen. Ach, lol. Ja, kleines Stück muss man Autobahn fahren. Dich selbst umbringen. Ich bin mitten im Hudson River. Das heißt, kurzes Stück fahren wir Autobahn, dann muss die erste Ausfahrt rausnehmen einfach, okay? Dann fahren wir die erste Stück in die Autobahn. Ich muss kurz gucken, wo das ist. Oh, nein, das werde ich nicht schaffen! Oh. Vollgas-Challenge. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Weißt du, im Vollgas-Modus nicht lenken. Weißt du, das Beste ist, man muss immer ein langsames Auto nehmen im Vollgas-Modus. Ich fahre jetzt aber wieder mit dem Truck. Und hier ist die erste Ausfahrt, Leute. Die nehmen wir natürlich sofort runter. Oh, fuck, das wird nichts. Oh, doch, er schafft. Oh, ne Kratzer. Und das ist keine Autobahn, Leute. Das ist hier, wir fahren jetzt hier gerade in die Stadt rein. Das ist keine Autobahn. Ich bin auf einem guten Weg, Alter. Nur noch 9,6 Kilometer. Ey, ich bin immer noch im Hafen. Ich weiß ja nicht, wie weit bist du gefahren? Oh, komm. Wie weit bist du gefahren, Felix? Weit? Auf der Autobahn? Ja. Bis zur ersten Ausfahrt. Da ging so diese es ging so hoch und dann ging es fast direkt raus. Bis zu welchen? Da, wo du in der City warst. Oh, da ist ja keine Autobahn mehr, ne? Genau, ja. Ah, schon wieder! Ach so, da bin ich ganz einfach. Okay, das heißt, bis hierhin ist Felix fahren, weil bis hier ist die Autobahn. Da sind nur die Auffahrten. Ja. Okay, Vollgas-Challenge. Vollgas ist durchgedrückt. Alter, der Wagen ist so geschmeidig langsam, Alter, Vollgas.
Ich kann abbremsen, ohne zu bremsen. Nice. Jetzt bist du verwirrt, oder Felix? Komm. Weißt du, wie man abbremsen kann, ohne zu bremsen? Wie? Nein! Indem man driftet. Aber ich habe verkackt. Scheiße. Aber ohne Handbremse driften? Natürlich. Also du musst nur immer nach links lenken, dann nach rechts lenken, links lenken, dann rechts lenken und irgendwann kommst du in so einen Schleichmodus und dann geht das. Echt? Okay, das ist echt eine nice Idee. Aber das ist wirklich ein Tipp. Da meinst du das nämlich, Leute. Meinst du hier ein bisschen Snaky-Modus die ganze Zeit? Von Anfang an muss man es aber machen, ne? Irgendwann hast du aber ein bisschen natürlich langsamer unterwegs, ne? Aber guck mal, das ist der Move, Junge. Guck dich das an. Das ist der Move, Alter. Ich fahr hier Vollgas ohne Probleme. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war nur Geräusch. Ich habe niemanden berührt. Ich bin viel zu schnell. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Gar kein Problem, Alter. Danke für den Kiff. Für den Tipp, Kev. Ich fahr ja gleich den Drift. Was für ein Kiff, Alter. Junge, ich fahr mit deinem Tipp einfach durch. Gar kein Ding für den King hier eigentlich. Nein, ich bin zu schnell. Assis? Oh, ich hab nichts berührt. Sind das Asoziale? Nein, das wird die Autobahn. Okay, hier kann ich nicht lang. Ich muss einmal umdrehen, Leute. Es ist Vollgas. Ihr seht, es ist Vollgas. Es ist einfach nur, weil ich gedrängt habe. Was mache ich jetzt? Die Polizei hat mich abgedrängt. Dann musst du ein neues Auto suchen. Vielleicht Polizeiauto. Ich hab berührt. Oh, ich baue ein neues Auto. Okay. Upp. Das Alter, Ding ist, hier ist Autobahn. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier rum? Oh, komm, Felix. Nein. Darf ich eine Zusatzregel ein wenig brechen? Was? Wenn mich die Polizei abschießt, ist das doch kein Kratzer, oder? Doch, schon. Wirklich? Die Polizei töten, ja klar. Ja, aber. Ein Kratzer. Okay, dann muss ich ja noch. Jetzt wirklich oder nicht? Ja. Ich muss da im Zweifel sterben. Lol. Dann muss ich ja wirklich sterben, ja, dann bringe ich. Ich muss da auch schon sterben. Bam. Ist das gemeingefährlich? Ah, Mann, schon wieder ein Kratzer. Kannst du nicht mal aufpassen, wo du hinfährst? Hier muss man davon wieder nicht heraufspringen, ne? Du musst so ein bisschen nach dem Nerven hören. Hier komm ich, Kev. Oh, nein! Fuck! Aber das ist doch keine Autobahn hier. Nein, das ist keine Autobahn, hier unten ist eine Autobahn. Guck mal, der ist richtig langsam. Oh, Alter, wie ich hier wie unterwegs ist. Wehe, du rammst mich, wehe, du rammst mich. Nee, ich bin hier schon am Geschwindigkeit kontrollieren. Ich bin zu schnell. Ich sehe das. Yo. Okay, weiter Vollgas geben. Ich kann auch kontrollieren. Alter, wir werden richtig Profi in Vollgas fahren. Ganz ehrlich, ich drücke Vollgas. Als ob das dein Vollgas ist. Mein Vollgas ist auch gerade, wenn schneller zu. Im Wind schon, schär ich aus. Ey, wenn du mich berührst, müssen wir beide neu, ne? Ich will dich nur in die Ecke drücken. Yes, ich bin durchgekommen. Jetzt hat Kev keine Chance mehr. Jetzt wird schön hier Geschwindigkeit kontrolliert. Alter, schafft Kev das? Ich hab's gerade so geschafft. Tatsächlich das war wirklich haarscharf. Es war haarscharf. Ey, jetzt wird's kompliziert, Kev. Jetzt, der Weg hier wird schwer. Und ich glaube, jetzt kann ich Boden gut machen. Der LKW kommt, er kommt. Mann, ja, der kannst du nichts an Boden gut machen. Alter, schwieriger mit LKW. Oh. Aber es wird noch heftiger. Ey, ganz ehrlich? Ja. LKW fahre ich hier geschmeidig durch. Das Alter, ich komm gerade aber auch. Ich muss nicht mal Geschwindigkeit kontrollieren. Gleich geht's bergab, da werden wir aber ultra schnell. Ah, du bist ultra schnell. Ich fahr geschmeidig. Keiner hat gesagt, dass man nicht schießen darf, ne? Nein. Hast du mich getroffen? Ich hab dich gerade abgeschossen. Hast du mich getroffen? Ja, na klar. Wie scheiße ist das denn? Ey, Junge, das ist nicht in Ordnung. Ja, also, du triffst mich nicht. Ja, schon getroffen. Ich würde sagen, man darf ab jetzt nicht mehr schießen. Das ist, glaube ich, ein bisschen blöd, dann würden wir uns die ganze Zeit abschießen. Ja, hast recht. Aber jetzt haben wir uns beide einmal abgeschossen. Gut, dass du die Regel noch gefunden hast. Das ist mein Auto. Ey. Ey! Dankeschön, dass du gedreht hast. Du hast gebremst, by the way! Ah ja, stimmt, hab ich. Du Fiesling! Ey, ich hab nur gedriftet. Ja, ich weiß. Jetzt so schnell weg ist hier. Jetzt hab ich keinen Fahrzeug. Ich bremse nicht, ich fahr nur rum. Jetzt, ganz ehrlich, das schaffe ich auf keinen Fall. Ich muss irgendwie abbremsen. Oh, Scheiße! Ich komme näher! Alter! Nein! Ich hab noch nichts berührt. Nein! Komm schon! Ja, ich hab noch... Nein! Lass mich in Ruhe! Ich hab noch nichts! Ich bin immer noch auf allen Vieren! Das ist kein Schaden! Kein Schaden passiert! Alles gut im Bereich! Versicherung ist ja alles in Ordnung! Nein, das ist nicht vorbei! Vollgas! Junge! Alter, das wäre dann auch aus, als ob man einen Kratzer bekommen würde irgendwo, ne? Scheiße! Alter! Ich habe mich 180 Grad gedreht, das ist perfekt! Ich habe kein einziges Mal Bremse gedrückt, das kann man komplett abbremsen! Oh. Ich war fast auf Null mit einmal rumdrehen! Ey, Felix, ich bin so am Arsch der Welt, hier ist kein Fahrzeug. Ich muss auch neue. Alter, ich laufe hier durch die Berge, das gibt's doch nicht. Perfekt für mich. Jawohl, ich hab ihn getroffen. Alter, das ist das perfekte Fahrzeug für mich. Nein. So, Leute, wo müssen wir hin? Oh, fuck, heftig. Ich bin richtig am Arsch. Ich fahre in die falsche Richtung, aber ich kann nicht wenden. Okay, ich hab mich umgebracht. Vielleicht hier. Ja, perfekt. Ich hab mich gerade umgebracht und bin weiter weggespawnt, glaube ich. Okay, scheiße, Polizei kommt. Nicht rammen! Schießt ihn ab! Noch schießen sie nicht, aber sie rammen auch nicht. Komm schon! Nein! Nur kein Schaden! Alter, ich bin immer noch auf allen Rädern. Oh! Niemals!
Noch kein Schaden, kein Schaden, kein Schaden. Niemals. Und. Ah, es regnet jetzt auch noch. Muss raus. Endlich habe ich ein Fahrzeug, Felix. Endlich. Komm, töte mich schnell. Felix, ich kann keine Polizei haben. Warte, du wolltest dich gar nicht, Alter. Komm, schnell, ich muss neu. Stopp, Auto. Komm. Nee, stopp. Hier ist alles in Ordnung. Du hast den Tod sowas von verdient, Alter. Okay, ich hab was gerammt. Scheiße. Felix, komm ich hier durch? Du warst das berührt, Kev. Easy. Ja, ich steig draus. Nein! Ah, du kannst meins nehmen, stimmt. Und dann ist Polizei. Lass mich in Ruhe, nicht schießen. Nein! Ja. Ey, du hast berührt, ich hab das genau gehört, Kev. Ja, die haben mich nicht berührt, so genau. Als ob die nicht auf dich schießen. Nein, tun sie nicht, weil sie im Auto sind. Oh, ach, ja, sie haben mich berührt. Scheiße. Nein, ich bin tot. Komm, spawn neu. Ich muss meinen ersten Punkt bekommen, Alter. Ich stehe 2-0 für Gavin in der Meisterschaft. Oh. Alter, ich hab da einfach eine Oma aus so einem riesen Truck rausgeholt. Oh, mit Felix. Das konnte man nicht wenden hier. Ja, hier ist noch das Polizeiauto. Komm, ich hab ein Auto. Boah, die Oma, wir kämpfen mit mir. Vollgas. Ja, ich hab's geschafft, bin rumgekommen. Yes, am Auto. Okay. Jetzt die Geschwindigkeit kontrollieren, Leute. Es ist nicht leicht, Leute. Man muss schön driften. Das ist eine schwierige Taktik. Es ist eine Kunst für sich. Hier sehen wir den als Fahrzeug. Da vorne ist das Ziel. Nein. Jetzt kommt Boos dagegen. Ich glaube, ich kann Vollgas geben bis zum Ziel. Ich versuche, mein Vollgas geht die ganze Zeit. Das ist das Ziel. Komm, lass mich in Ruhe. Ich muss aufsteigen. Ja, wir siegen bis hier. Yes! Nice! Gewonnen, Alter. 1. Ein Punkt für mich, 2-1 steht damit in der Meisterschaft. Richtig knapp, aber die ganze Zeit, diese Taktik, dass man die ganze Zeit hier mit Vollgas so rechts, links fährt, um die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Aber es hat auf jeden Fall mega Laune gemacht, dieses Duell hier gegen Kev, Leute. Das war die Challenge für heute. Drückt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Schreibt uns in die Kommentare, was die Challenge wir noch machen sollen. Ja, Kev ist tot, Leute, das ist ja klar. Das muss ja sein. Schaut bei Kev vorbei, links hier in der Beschreibung. Drückt nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zur nächsten Challenge in 3 Tagen. 2-1 in der Meisterschaft. Also, mach's gut. Ciao.